Schönen guten Tag, Kaisi hier mit XCOM, Enemy Within. Und wir sind gerade dabei, in der allerletzten Mission hier das Alienschiff zu stürmen. Jetzt ist die Frage, wo stelle ich mich hin? Da. Gehe in Position. X-Rays gesichtet. Letztendlich wenig zu unserem Ziel bei. Es gibt dennoch Hoffnung. Der Neuling ist auf dem Weg. Okay. Oh Mann. Zwei, Alter. Zwei Sektopods. Oh Mann. Schandhaft. Wie weit kann die Schredderrakete fliegen? Es fehlt ein halber Meter. Es fehlt echt ein halber Meter. Bin unterwegs. Ich kann nur auf den hinteren schießen. Und dann auch noch daneben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sturm und Schuss. Wir müssen uns hier ein bisschen auseinandersetzen. Bin schon da. Ein bisschen streuen sozusagen. Und hier kann ich nur auf den vorderen schießen. Interessant. Ich habe mich eigentlich hingestellt, weil ich dachte, hier habe ich Sicht auf den hinteren. Wohin mit Said? Wohin mit Said? Im Allmarsch! Okay. Polo. Tja. Captain Polo. Da unten. Volle Deckung theoretisch. Volle Sicht. Taurus. Knifflig, oder? Also ich finde, das ist sehr knifflig. Unterwegs zu neuer Position. Okay. Was knacken. Und da geht auch daneben. Oh Mann. Ja, rekonfiguriere mal deine Zielmarke. 4 Schaden. Oh Gott, die werden jetzt hier so ein Spektakel anrichten. Ach, Schaden, Alter. Boah. Scheißdreck. Oh Mann. Daneben, daneben. Oh. Jetzt der zweite. Zwei Schüsse. Taurus. Und schießt daneben. Ah. Oh. Oh, aber der hat die komplette Verteidigung weggenommen. Und jetzt. Oh Gott, der zielt. Okay. Da schießt er auch daneben. Komm. Scheiße. Elf Schaden. Da bekloppt. Dummes Arschloch. Okay. Die Frage. Schredderrakete? 6 Schaden. Ziele leiden mehr Schaden aus allen Quellen oder 9 Schaden? Ne, wir nehmen die Schredder. Los. Rakete raus! Okay. Und jetzt müssen wir hier Damage regnen lassen. Oh Gott, aber nicht mit 5 Schaden. Marco, ich will Marco. Marco legt jetzt erstmal hier einen 70% kritischen Schuss. Ja, komm. Nummer 1. 5 Schaden, was ist denn los? Sind das spezielle? Alter, die halten so viel aus. Jetzt. Crit. Okay. Kann ich noch schießen, wenn ich mich hier hinstelle? Da dürfte ich schießen können. Oh Gott, der hat einen Reflexschuss auch noch. Ich stehe daneben.
Oh. Was zum Teufel, ey. Prozent. Yes, aber getroffen. Okay, wir müssen dem jetzt noch richtig, richtig Schaden in die... Also, ne? Und so. Und ich stehe äußerst suboptimal. Äußerst suboptimal. Um hier gescheit irgendwo Schaden anzubringen. Ein Winger. Wir können irgendwo mit Winger hin. Wo er auch nur ansatzweise irgendwie was ausrichtet. Oh, das ist ärgerlich. Gut, stellen wir uns da hin. Sind wir für diese Runde sicher? Nimm den Kopf runter. Oh Gott, wir werden definitiv jemanden verlieren jetzt hier. Wo schießt er hin? Auf Ruben? Okay, auf Ruben kann er schießen. Oh, schön, er hat daneben geschossen. Was tut es? Ah, die Sicht ist ein bisschen blöd. Ich kann leider nichts daran ändern. Nein, nein, nein. Schieß daneben, schieß daneben, schieß daneben, schieß daneben. Oh Gott. Oh. Okay. Der wird wieder einen Reflexschuss absetzen. Ich will hier hin. Hier hin. Hier hin. Schieß daneben. Ah. Oh. Das war gerade risky. Das war gerade richtig risky. 80% Trefferchance. Lass knacken. Daneben. Hervorragend. Verflucht. Ziel verfehlt. Stopp, bevor ich mich so quäle, erstmal Polo. 100%. Los geht's. Zwei Schüsse. Nummer 1, 6 Schaden. Mr. Polo? Was ist mit der doppelten Portion? Mr. Polo verweigert mir hier scheinbar den Dienst. 84, los geht er. Was kann das mit 84 daneben gehen? Ruben. Ruben! Okay, zwei Schaden müssen noch drauf. Zwei Schaden. Ruben, enttäusch mich nicht. Ruben enttäuscht mich nicht. Beweis, dass dieser Pfad ein würdiger war und unsere Anstrengungen nicht ohne Grund. Dies läutet unsere Rache ein und legt den Grundstein für unsere Zukunft. Die Queen hier, oder? Okay, wir müssen erstmal irgendwie unsere Wunden lecken. Meins? Nummer 2. Gott, sie klang auch gerade schon. Pack mich an! So. Wer hat hier noch Schaden gefressen? Du kommst nächste Runde noch dazu. Was mit Polo da war? Das war ja Totalausfall. Was? Hat er gerade einen auf Teleporter gemacht? Wirkt das so, ne? Packen wir es an. So, jetzt gibt es erstmal einen heilenden Nebel gleich. Also, vier Stück hier. Heilender Nebel. Ja, ich stelle mich ja schon dichter. Drücke vor.
Und Abschuss. Hm. Not bad. Hier möchte ich einen Feldposten. Doppelte Portion. Ich habe keinen Schimmer, was ihn bewogen hat, hier die Finger vom Abzug zu lassen. So, Julie. Wie schaut's aus? Fatima könnte sich jetzt selber ein Medipack drücken. Ja. Drück dir das mal selber. Okay. Und Julie geht dann nächste Runde Richtung Doc. Also in die Richtung zu Doc. So. In Bewegung. So, hier ein Feldposten. So, schon wieder ein Teleporter. Oh, da kommt Marco Polo ziemlich dicht. Beide passen hier auf wie die Schießhunde. Da gibt's einen miesen Trip für 100. Stimmen in deinem Kopf. Hehehe. So, Marco sagt sich, oh, was? 100% Crit? Pass mal auf. Und da wird zwischen die Augen gezielt. Und dann ist er ausgeschaltet. Genau das. Doppelte Portion. Und nochmal ein schöner Schuss. Ah, verdammt. Das ist nicht gut. Nee, da möchte ich jemanden laufen lassen mit Reflexen. Drücke aus. So. Genau, und dann die blitzschnellen Reflexe. Okay. Hab's gehört. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Aber danke, dass du dich da so schön hinstellst. Einmal mit Profis. Bin unterwegs zu neuer Position. Gott verdammt, ey. Nachladen. Waffensysteme bereit. Na, daneben. Okay, versuchen wir es nochmal. Julie läuft jetzt hierhin. Packen wir's an. Hervorragend, das hat ja schon mal geklappt. Weil jetzt... Gott. Jetzt kann Said ein Medipack nehmen. Und dich voll heilen. Klappt doch. Oh, Entschuldigung. Da musste ich mal niesen. Aber der hat noch ein Leben. Ich verbrauche zu viel Munition. Das ist doch ein Job für eine Granate. Bam, weg ist er. Okay, Torres, vor geht's. Jetzt kann ich endlich wieder aufrücken, vermutlich. Ich trau mich mal. Komm, ich trau mich. Soweit, so gut. Winger. Sieht cool aus mit dem Wasser da unten. Gefällt mir sehr. Gut. Vorwärts, alle jetzt nach vorne. Wir stürmen die Burg. Jetzt stürmen wir die Burg. Nachgeladen wird später. So, Julie auch. Ich gebe Gas. Im Laufschritt.
Okay, erstmal alle hier in Stellung bringen. Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Das sieht irgendwie so aus, als ob das auch der letzte Raum ist. Ehrlich gesagt. Also, Safety first und so. Marco. Marco, stellen wir hier hin. Okay. Der darf jetzt erst einmal nachladen. Kann weitergehen. Okay, Julie. Glück aus. Ich möchte hier wirklich jetzt auch nichts überstürzen. Schön mit geladenen Waffen und allem drum und dran. Da rein. Kann weitergehen. Denn man weiß ja nie. Begebe mich an die neue Position. So, du kannst von mir aus dort im Feldposten stehen. Fertig und bereit. Okay. Marco? Warum ist das hier so dünn? Rücke aus. Warum sehe ich da nichts? Gottverdammte Axt. Wie schaut's aus? Das ist alles okay. Ich stelle mich jetzt dahin. Ne, ich stelle mich hier hin. Geht in Ordnung. Ist das so eine Art Gang? Warum ist das so dünn? Muss ja. So eine Art Gang sein. Ja, okay. Rücke vor. Alle der Reihe nach jetzt da hinstellen und dann stimmen wir rein nächste Runde. Okay. Huhuhu. Gut. Taurus muss als erstes. Unterwegs. Ich möchte hier stehen bleiben. Tariq. Ist plötzlich so heiß hier. Blicket auf die größte Niederlage der Ätherer. Wir, die wir uns nicht so erheben konnten, wie man es von uns erwartete. Ausgestoßen wurden, wir wieder zu verdammt wurden, von der Gabe niedergewiesen zu zehren, da wir sie erheben wollten, sie vorbereiten wollten auf das, was vor uns liegt. Ach du Scheiße, was ist das? Feuer nennt sich das. Cool. Ich freue mich riesig. Gut, Sturm und Schuss. Bringt sie zur Strecke. Packen wir es an. Fangen wir mal an, aufs erste Feuer zu schießen. Oh, drei Stück, ey, von den untersten daneben. Na, das wird ja was. Nächstes Mal kriege ich ihn. Gedankenkontrolle, 100%. Ein Wille, ja, nähert sich ihrem Ende. Das Unterfangen war nicht umsonst, sondern eine Notwendigkeit, da unsere physische Form wirkungslos geworden war. Unsere Suche
nach dem perfekten Exemplar wurde angetrieben durch unsere eigene lähmende Unzulänglichkeit. Und nun, endlich. So, da gibt's nochmal einen Schuss. Aha. Und jetzt müssen wir noch Polo irgendwie in Posi bringen. Am liebsten würde ich den natürlich da oben hin positionieren, aber das geht natürlich nicht, deswegen erstmal hier, dann kann er schön kreuzfeuermäßig agieren. Ich hätte speichern sollen vor diesem Raum, oder? Ich glaube, das ist der Wirbel, den wir auch können. Wow. Ah, verdammt. Ah, der Charme bekommt dadurch, aber ganz schön gewaltig. Hallo? Das Feuer macht irgendwie nichts. Ich kann auch nichts machen. Schauen wir mal, was da jetzt passiert. Irgendwie passiert nichts. Gar nichts. Hallo, Freund der Sonne. Das ist ja blöd. Ich drücke gerade ein paar Tasten. Ich glaube, ich muss mal ein Aufnahmepäuschen machen und das Problem lösen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich musste die ganze Geschichte nochmal neu spielen. Also da, wo wir gespeichert haben, das heißt die Sektopods und die beiden Elite Berserker hier, Mut-Dingsbums, ich komme gerade nicht drauf. Mutalisten, Mutus, Mut... Ihr wisst, was ich meine. Jetzt sind die beiden auch angezeigt, nicht mehr als Feuer, sondern... Also, müssen wir sehen, was heißt als Feuer? Ich habe sie als Feuer bezeichnet, weil die Fähigkeit Feuer heißt, aber jetzt sind sie richtig da zu sehen auch. Ich glaube, dass das der Knackpunkt, warum das Spiel sich abgeschossen hat. Meine Männer habe ich diesmal anders positioniert, bevor ich aufgedeckt wurde. Ich konnte mich so hinstellen, wie es jetzt ist. Und Medipacks haben wir auch nicht mehr am Start. Der heilende Nebel auch. Die Sektopods haben ein bisschen ausgeteilt. Aber gut. Stopp. Erstmal übernehmen. Miese Trip. Gedankenkontrolle. Lol, ich kann die übernehmen. Ist natürlich auch cool. Habe ich noch eine bessere Chance? Ja, hier. Gedankenkontrolle. 100%. Nehmen wir uns erstmal den. Okay. Jetzt können wir das Feuer nämlich auf den zweiten eröffnen. Auch wenn es daneben geht. Das ist wohl ein Fall für Mr. Scharfschütze. Mach mal einen Crit draus. 100% Crit. Jetzt, pass auf. Zack, aus dem Bild. Was für eine Positionierung doch bringen kann. Schalten wir erstmal den an der Seite da aus. Oh, der wirft den Angriff zurück. Wie viel Schaden? 3. 3 ist okay. Gut, Winger. Dichter. Ein Schnellfeuer oder ein normaler Schuss? Ha, 8 Schaden. Ins Gesicht. Hier bin ich zwar ich weiß auch nicht. Dahin? Wie schaut's aus? Mieser Trip. Gedankenkontrolle von hier ist die gleiche. Riss. Erzeugt einen Sturm. Psi-Inspiration brauchen wir nicht. Dann bin ich mit dem miesen Trip hier am besten bedient. Ha.
Na, dein Albtraum fängt gerade erst an. Julie. Kann ich beide treffen? Ja. Lass knacken. Wie schmeckt dir das? Ich hoffe, das können die nicht irgendwie zurückwerfen. So, sehr schön. Was machen wir mit dir? Begleitschaden war... Zerstört die Deckung des... Achso, okay, nee. Einer für alle wird zur vollen Deckung. Ja, ne. Ne. Dann gehen wir lieber dichter. So, was macht ihr? Was macht ihr jetzt? Das schwebt so ein bisschen um die Ecke. Okay, er hat auch einen miesen Trip gemacht, aber kriegt ein Feedback. Oh, 11 Schaden Feedback. Geil. So, was machst du? Du willst übernehmen. Nein. Nein, das hat geklappt. Und was macht der? Der zweite unter Gedankenkontrolle. Aber hat noch ein Feedback zurückgeschmissen. Okay. Als erstes schießen wir auf den Wicht. Dies ist nicht dein Weg, nicht deine Bestimmung. Du benötigst unsere Führung, um diese Fähigkeit zu schärfen. Was bist du ohne uns? Okay, können wir nochmal? Nein, schade. Ah, wie ärgerlich. Aber wir können hier stumm und... Können wir nicht. Ist eine Fehlanzeige. 42% haben wir hier. Bei dir haben wir, wenn wir uns... wir müssen uns wahrscheinlich hier hinstellen, damit wir den Winkel haben. Feindkontakt bestätigt. Ja, das ist nicht schlimm. 53%. Und ein Flammenwerfer? Der macht bis zu 6 Schaden. Mal sehen. Tatsächlich, da fehlt einer. Was? Der ist in Panik? Tatsächlich, der ist in Panik. Ist ja witzig. So, der Mutant wirft eine Granate, schaltet den aus. Dadurch dürfte dann die Gedankenkontrolle zu Ende sein. Okay. Julie ist dran. Julie geht hier rüber. Okay. Und mit dir laufen wir da oben hin. Und wo ist der Letzte? Wo ist er? Wo ist der Lümmel? Bestimmt dahinter. Oder? Hä? Ist der gestorben? Rücke vor. Ein dahin. Wir gehen jetzt mal dichter an den Mutant, weil wenn der frei wird... Stopp mit dem Mutant können wir uns... Ah ne, ja, wenn wir uns da jetzt aber hoch bewegen, weiß ich auch nicht so recht, ob das so schlau ist. Ist der gestorben? Habe ich irgendwas verpasst? Vielleicht bin ich auch einfach nur wieder ein bisschen peillos, aber planlos. Okay, wir können... Mit dir bleiben wir hier oben mit Said. Erstmal. Und Marco... Marco. Kommt dichter. Wobei wir wahrscheinlich mit Said noch dichter müssen. Ich weiß nicht, ob wir da mit jedem reinlaufen können. Das sieht irgendwie so gefährlich aus. So, Winger kann aber dichter kommen. Unterwegs. Der ist ja wieder bei klarem Verstand.
Kann ich das auch irgendwie abbrechen? Nee, aber ich gehe mal in Feldposten für alle. Mit dir nicht. Mit dem Elite-Mutor nicht. Da gehe ich ein Stück dichter. Damit vielleicht auch ein Nahkampfspezialist prockt. Pass auf, Doc. Doc werde ich doch schon ein bisschen dichter bringen. Du gehst auch in den Feldposten. Und Julie geht auch in den Feldposten. Der Mutant nicht. Was zum Teufel ist da los? Das Schiff. Wie ein verglühender Stern. Es wird zu einem schwarzen Loch. Aus dieser Entfernung wird die Erde zerstört werden. Zentrale, hier wird's zu heiß. Das Paket ist nicht an Bord. Länger konnte ich nicht warten. Sir, das Alienschiff bewegt sich. Und wohin? In welche Richtung? Nach oben. XCOM Enemy Within. Rette der Menschheit. Boah, heftig. Heftig, Said. Said, unser Held. Er hat das Leben gerettet. Mann. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Aber erstmal gucken. Für deine nächste Runde sind jetzt neue Spieloptionen verfügbar. Wähle die Option zweite Welle im Menü der Schwierigkeitsgrad, um neue Möglichkeiten zu nutzen. Schwierigkeitsstufe normal, Sieg, Zusammenfassung, Statistik, du, Welt. Gesamtpunktzahl 6703. Tage bis zum Sieg 214 Tage. Die Welt hat im Schnitt 295 Tage gebraucht. Wir haben 45 Gefechte gewonnen, klar, weil sonst hätte es länger gedauert. Richtig, ergibt Sinn, deswegen hat die Welt mehr. Gefechte verloren 1, die Welt 0,2. Aliens getötet, 526, die Welt mehr. Bei mehr Missionen ergibt das Sinn. Soldaten verloren, 17. Die Welt hat 6 verloren. Man muss dazu sagen, ich habe nichts geladen. Glaube ich. Doch, einmal habe ich geladen. Aber, einmal habe ich geladen, stimmt. Aber ansonsten habe ich nichts geladen. Und ich habe schon ein bisschen Erfahrung, das macht's vielleicht. Auf der anderen Seite. Die Erfahrung mit 17 ist dann wieder schlecht, aber so ist XCOM. Mitgliedstaaten 13. Die meisten hatten 13,5. Wie auch immer. Länder verloren 0. Die meisten haben ein paar verloren, also 1,74. Tage bis Alien-Stützpunkt erobert. Wir haben 57 Tage gebraucht.
Die Welt hat 142 gebraucht, das ist verrückt. Tage bis Äthergerät erbeutet, 173 Tage. Ja, wir haben den halt beim ersten Mal gleich fangen können. Das hat uns, glaube ich, wahnsinnig viel Zeit ermöglicht. Und Tage bis Zielsoldat entdeckt, 153, 206. Gefechte insgesamt, ja gut, ich mach's mal. Ich will jetzt nicht alles durchgehen, das wird gerade zu viel. Guck's dir an. Weiter geht's. Und nochmal. Ja. Und damit sind wir am Ende von XCOM Enemy Within angelangt. Meiner Meinung nach ein extrem tolles Add-on zu dem Spiel XCOM Enemy Unknown. Es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Es, wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich es durchgespielt habe mit dem Add-on. Ohne Add-on, das reine Grundspiel habe ich schon zweimal durchgespielt, aber schon mehrfach angefangen. Auch schon verzweifelt. Und es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, das Ganze mal zu sehen. Vielleicht kanntet ihr es noch nicht. Vielleicht hat sich der eine oder andere auch entschlossen, hey, das Spiel wäre auch was für mich und hat sich daraufhin geholt. Gebt mir einfach mal, wenn ihr möchtet, ein Feedback unter die Kommentare, wie euch das Spiel an sich gefallen hat und das Let's Play würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht kann man noch was verbessern und ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die zugeschaut haben, die durchgehalten haben bis zum Ende. Ich weiß gar nicht, wir sind 54, 55 Folgen sind es geworden. Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau und hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, dass es so viel wird, hat aber auf jeden Fall echt richtig Fun gebracht. Tolles Spiel, tolle Kombination aus Echtzeit und diesem Basisbau und das Spiel hat alles richtig gemacht, finde ich. Ich finde, es ist auch ein Spiel, was es verdient hat, Let's Play zu werden. Und an dieser Stelle schweige ich jetzt, lasse die Credits noch ein bisschen laufen. Habt noch einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns im nächsten Let's Play hier auf meinem Kanal bei Kaizi. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Bye, bye.